Ich hoffe, das geht nicht wieder so aus, dass wieder richtig viele Feuer, was auch immer, in der Gildenbibliothek sind, wie beim letzten Mal. Gut, ist egal. Ich will jetzt mal ein bisschen in der Hauptstory weiterspielen. Die Aufgabe nun ist einfach. Ich brauche den Kopf von Levul Andrano. Du findest ihn in der Andrano, Halle der Vorfahren, also Begräbnisstätte, was auch immer. Aber bedenke, dass du die Eingeborenen nicht wütend machen solltest. Die Danmar haben also im Speziellen primitive. Ach, die mögen es halt nicht, wenn hier irgendwie so Totenbeschwörer daherkommen und einfach irgendwelche Leute wieder ausgraben, aufwecken und. Und sind natürlich sehr böse für Leute, die einfach so. Also sind nicht böse, sind sehr gegen. Gut, egal. Wo ist denn die eigentlich, diese Tomb? Diese Begräbnisstätte ist südlich von Pelagiat. Einfach abseits der Straße. Kurz vor der Gabelung, wo die Straße südwestlich nach Sedanin und südöstlich nach Vivek geht. Du könntest eine verzauberte Klinge gebrauchen. Einige Geister sind immun gegen normale Waffen. Hier, nimm dieses alte Kurzschwert. Und vielleicht diese alten Rollen werden ebenfalls nützlich sein. Und vielleicht werden diese alten Rollen ebenfalls nützlich sein, so rum. So, zwei Rollen Taldam Scorcher, was auch immer das sein soll, wurden zu meinem Inventar gefügt. Und zwei Rollen Leben. Und mein Journal wurde Dingsbums. So, dann erzähl mir doch mal. Die überrascht ihn also nicht. Erzähl mir was über. Er war etwas Besonderes. Ein Journeyman, Verzauberer, was auch immer Journeyman ist. Auch immer. So. Es mögen viele Schädel in der Andrano-Grabstätte sein. Aber du wirst keine Probleme haben, Levuls Schädel anhand der Ritualmarkierungen zu erkennen. Okay, erzähl mir was über die Magiergilde. Ein Rattennest. Unsound, oh Gott, wie übersetze ich denn das? Praktiken. Slipshot. Politics. Bla bla bla. Ich glaube, ich übersetze jetzt gar nichts, weil das alles so Phrasen sind, wo ich jetzt jeweils. Lamebrains. Nett. Ja, wie gesagt, weil das jeweils so Formulierungen sind, wo ich eigentlich gar nicht so genau wüsste. Wie ich das jeweils übersetzen sollte, also vor allem treffend. Das ist ja nicht das Problem, dass man sagt, was es ist, aber es ist halt einfach diese treffende Begriffe, wo einfach hier klack sofort. Da habe ich natürlich tiefen Respekt vor allen, die das können. Ich kann's. Necromancers. Nein, natürlich nicht. Ich kann dir keine Sprüche beibringen. Ich bin kein Necromancer. Nein, wirklich nicht. Absolut nicht. Nicht ein bisschen. Also, auf gut Deutsch, er ist einer. Erzähl mir doch mal was über Necromancy. Im Imperium ist die Totenbeschwörerei eine legitime Disziplin. Obwohl der Körper und der Geist geschütztes Eigentum sind.
Okay. Und nicht mit, also nicht mit ohne, ja genau, nicht ohne die Erlaubnis des Besitzers genutzt werden dürfen. Aber in Morrowind, lynchen die Dunmer Necromancer. Loth? Könnte lynchen sein. Bin ich sicher. Und okay, vielleicht doch nicht. Und ja, auf gut Deutsch, im Endeffekt, sie lynchen sie. Das ist natürlich absurd. Da die dann mal ihre eigenen Toten heraufbeschwören, um die Begräbnisstätten zu bewachen und die Familien zu verteidigen. Heilige Totenbeschwörung ist richtig, während philosophische Totenbeschwörung böse ist. Das ist einfach Aberglaube, das ist alles. Also er ist total der Totenbeschwörer. So. Sind wir hier durch? Ja, da sind wir durch. Sharngra Musgob wird mir die Informationen bereitstellen, die der genau, die der Chefe will, wenn ich ihm einen kleinen Gefallen getan habe. Ach sie, das ist eine Frau auch noch. Sie will, dass ich den Kopf von Andrano aus der Andrano Vorfahren Begräbnisstätte bla 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 möchte. Quatsch. Nein, das übersetzt man anders. Das heißt nicht Vorfahren, das ist dann Andrano Begräbnisstätte. Das reicht voll und ganz. Genau. Ach, wie heißen denn die? Ach, egal. So. Sie hat erwähnt, dass dann mal Vorurteile gegenüber Nekromanzern haben und also gegenüber Totenbeschwörern und hat mich gewarnt, dass ich nicht die Eingeborenen gegen mich aufbringen soll. Das ist eine gute Übersetzung, glaube ich. So, Shangra Mutzkop sagt, die Ding ist da und da gelegen. Und sie hat mir auch noch eine verzauberte Klinge und einige Rollen gegeben, weil einige Geister immun gegen normale Waffen sind. So, und Sharngra Musgob versichert mir, dass sie kein Totenbeschwörer ist und dass sie mir nichts über Totenbeschwörung erzählen kann. Ich frage mich allerdings, ob das wirklich so richtig ist. Beziehungsweise, ich bezweifle es. Naja, I wonder ist eigentlich weniger zweifeln, sondern mehr so dieses, Alright then, I'm listening. Hoi du, geht's dir gut? Diese Unsicherheiten, mit der man sich eben Dinge fragt, ob sie eben nicht doch so sind. Da. Die Musik kommt wieder, das ist schön. So, das heißt, wir gehen jetzt nach Pelagiat. Warte mal, wir gucken uns erstmal diese verzauberte Klinge an. Kurzklinge, genau. Da. Feuerklinge. Aber ich bin ja gar nicht der Kurzklingenmensch, ich bin ja der Langklingenmensch, weil die machen viel mehr Schaden. Ja, ich weiß, entschuldigt bitte. Manchmal geht's einfach mit mir durch. So. Ich hab die Feuerklinge, die kann ich eigentlich verkaufen, ne? Wie viel ist denn die wert? 25 ist ja gar nichts. Da kriege ich ja vielleicht mal 12 für.
13, wenn ich gut bin. Aber vermutlich nur 10. So, wir gehen nach Pelagiat. Pelagiat ist ja in diese Richtung. Pelagiat ist da, ne? Das heißt hier. Da unten ist die. Na gut. Dann machen wir das doch einfach mal. Ja, war klar. Gut. Scheint mich zu ignorieren, beziehungsweise mir nicht aus dem Wasser folgen zu können. Dann ist ja alles in Ordnung. Muss ich mich schon nicht mit ihm ärgern. Bin ich eigentlich... ich laufe hier natürlich total bescheuert, weil ich jetzt wieder viel mehr Strecke zurücklege, als ich eigentlich zurücklegen müsste. Ich hätte einfach über die Brücke gehen sollen. Einfach über die Brücke. Über die Brücke, über die Brücke. Da hing ich gerade ein bisschen in den Seilen. Ich könnte eigentlich mal da lang gehen. Da war ich auch noch nie. So, was ist das hier? Was hier die dann nat? Was hier die dann nat? Höhle. So. Naja, ein andermal. Werden die eigentlich auf der Karte eingetragen? Moment mal. Nee. Das finde ich ein bisschen schade, weil... Ich meine, ich war ja dort. Ich weiß ja jetzt, was für eine Höhle das ist. Die würde ich schon gern wissen, was das dann... Vor allem würde ich die auf der Karte gar nicht wiederfinden. Ich will ja nicht jedes Mal. Immer wieder und erneut und so. So, dann gehen wir mal wieder auf die Welt. Und stellen fest, wir laufen in die völlig falsche Richtung. Wir müssen dahin. Gehen wir doch hier mal über die Kuppe. Ah. Da, da, da. Nein! Da, 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 da. Da unten ist schon wieder so ein Nixhound. Was ist das hier? Hasur. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich hier jemals war, aber ich war hier schon. Oh Gott, da ist nicht nur ein Nixhound, da ist auch noch so ein, wie heißen denn die? Pronto Kruchtus. Ach, da ist gar kein, doch, da ist einer. Oh nein. Alit oder so heißen die. Kaguti. Kaguri. Kaguti. Alit sind die anderen auf zwei Beinen.